ehrlich sagen, ich habe mich selber, ich baue ja nur schon auch einige Jahre Schiffsmodelle, aber eine Dampfmaschine oder ein dampfbetriebenes Modell habe ich mich bis Dampfmaschinen fertig und ich kann gekauft. Da sind die Zertifikate, die Genehmigung und so weiter alles dabei. Sie können die aber auch selber bauen. Und dann wäre natürlich das getötete Modell drauf. Aber da müssen die sehr, sehr viel machen. Vor allem müssen sie über die gesamte technische Fischerei ein bisschen Probleme. Da wird gerade versucht, dieses Modell an die Seite zu schieben, weil es möchte nicht mehr. Wenn Sie genau hinsehen und auch nachher, wenn die Modelle auf den Tischen sind, können Sie sich das natürlich ganz normal ansehen. Da sind dann kleine Tanks irgendwo in den Tischstunden, dann mögen die Fische nicht mehr. Dann sind die verkalkt. Man muss wirklich mit ganz viel Aufwand die wieder einigen und das Ganze wieder gängig machen. Es gibt im Dampfbetrieb sogenannte 1-Liter- oder 2-Zylinder-Modelle, die unschaltbar, oder aber einfach in einer Umschaltung, über ein geschehen. Deswegen sind die Modelle, auch wenn sie dampfbetrieben sind, nicht wirklich so ganz gut mit Elektrik. So ein bisschen haben sie schon, also einmal braucht natürlich der Funkempfänger braucht Strom und zum anderen der Servo, der die Umschaltung vornimmt, von vorwärts auf rückwärts, der braucht auch Strom und ein Servo. Das gesagt, wir können einfach nicht jedes Modell kennen. So, da bitte ich Sie, sich leicht nicht zu erschrecken, wenn die... Ich darf den Modellbaukapitän einmal von dem Passagierschiff schon mal danken und zum anderen natürlich ganz, ganz toll an die Kapitäne der Dampfbetriebe, weil das ist also nicht ganz einfach.